Was war denn das für ein Geräusch? Ich habe die Suppe probiert. Dein Schmatzen hat man ja bis hierher gehört. Es wäre gescheiter, du würdest mir helfen. Da hängt die Wäsche auf die Leine. Und pass auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Haben wir nicht einen größeren Becher? Für was denn? Das Zelt brennt. Langsam kommen wir an den Bettelstab und das ist einzig und allein deine Schuld. Kein Dach mehr über dem Kopf und nichts zu essen. Stanley, ich schäme mich für dich. Komm mit. Was hast du vor? Muss ich dir denn alles auf die Nase binden? Nein, nicht alles. Aber wenn du schon unbedingt wissen willst, durch deinen bodenlosen Leichtsinn bin ich gezwungen, betteln zu gehen. Was, schon wieder? Setz dich ans Steuer. Ich war nicht in Stimmung. Ich bin heute nicht gut gewesen. Es war alles ganz schlecht. Voll und innerlich. Ich gratuliere. Du warst so gut wie noch nie. Ja, ja, hört schon auf. Es waren schon einige gute Momente. Aber mach dir eine zweite Dose, Mary. Spiel heute Abend so leidenschaftlich wie jetzt und ich wette, du wirst einen umwerfenden Erfolg haben. Pass auf, Frey. Die nächste Szene spielt auf dem Land. Die alte Dame sitzt auf dem Schaukelstuhl, als plötzlich der Schurke hereinkommt, um sie zu erpressen. Sollen wir hier fragen, ob sie uns was zu essen geben? Tja, das Haus macht keinen schlechten Eindruck. Ich sehe mal nach, ob ein Hund da ist. Alles in Ordnung. Es ist kein Hund da. Komm mit. Thank you.
stürmisch. Verzeihen Sie die Störung, gnädigste, aber mein Freund und ich sind in einer verzweifelten Gemütsverfassung. Wir haben nichts mehr im Magen seit 3 vollen Tagen. Was? Sie haben nichts mehr im Magen seit 3 vollen Tagen? Ja, gnädigste, seit gestern, vorgestern und morgen. Hm. Wir möchten Sie fragen, gnädigste, ob Sie die unerhörte Güte hätten, jedem von uns ein kleines Butterbrot zu dedizieren. Oh, aber von Herzen gern. Wenn ich bitten darf, mit einem ordentlichen Stück Schinken. Na, na, na. Aber, meine Herren, ich tue alles, was in meinen bescheidenen Kräften steht. Haben Sie 1000 Dank. Wir wären gerne bereit, uns irgendwie dafür erkenntlich zu zeigen. Wir beide sind mit jeder Arbeit vertraut. Aber nein, das ist doch gar nicht nötig. Du könntest zum Beispiel Holz hacken. Ja, das wäre natürlich wunderschön. Eine Arbeit, die uns die größte Freude macht. Das ist fein. Ich rufe Sie, wenn das Essen fertig ist. Wie kannst du nur so blöd sein und vorschlagen, dass wir Holz hacken sollen? Ich habe doch gar nicht gesagt, dass wir Holz hacken sollen. Halt den Mund! Ich verbitte mir das! Also, du hast es vorgeschlagen und du hackst auch. Olli, ich weiß doch gar nicht, wie man das macht. Das ist eine dumme Ausrede. Du hast mir doch erzählt, dass dein Vater früher im Holzgeschäft war. Das stimmt schon, aber es war ein ziemlich kleines Geschäft. Was heißt das, ziemlich kleines Geschäft? Naja, weißt du, er hat Zahnstocher verkauft. Na gut's denn, dann machst du jetzt auch ein paar Zahnstocher. Du weißt doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Pass doch auf, wo du hinschlägst. Das Ding hätte mir auf den Kopf fallen können. Na, warte du. Das Mahl ist bereitet, meine Herren. Darf ich zu Tisch bitten? So, machen Sie es sich bequem und fühlen Sie sich hier ganz wie zu Hause. Wir wissen gar nicht, wie wir Ihnen danken sollen. Ja, ja, ist ja schon gut. Und jetzt lassen Sie es sich schmecken. Danke. Kaffee ein.
hinlassen. Sie sind ja schon wieder hier. Ich stehe zu Ihrer Verfügung, Christine. Was wollen Sie von mir? Das fragen Sie noch, unglückliches Weib. Ihre Hypothek ist verfallen. Das Haus gehört mir. Noch heute setze ich Sie auf die Straße. Sie sind ein Schurke, James Finlayson. Auf eine so hinterlistige Weise glauben Sie, mich einzufangen und mich in Ihre Gewalt zu bekommen. Aber diesmal haben Sie sich gründlich verrechnet. Ja, ich habe diese Teufelei erwartet. Aber ich werde bezahlen. Dollar für Dollar. Gehen Sie. Und nie mehr sollen Sie meine Schwelle betreten. Oh! Oh, man hat mich beraubt! Mein letztes Geld! Jetzt ist es soweit! Christine de Mandeville! Ja, jetzt habe ich sie in meinen Klauen und lasse sie nie wieder los. Ha? Erbarmen! Erbarmen! Ich schulde Ihnen ja nur 100 Dollar, Finlayson. Lassen Sie mir etwas Zeit, ich zahle ja. Nicht eine Minute. Oh, ich flehe Sie an, haben Sie Erbarmen. Nicht eine Sekunde mehr, Weib. Also gut, wenn Sie nicht bis spätestens 3 Uhr das Haus verlassen haben, werde ich dafür sorgen, dass meine Männer Sie hinauswerfen. Mit Sack und Pack. Meine letzte Stunde ist gekommen. Nun muss ich scheiden. Diesem unglücklichen Weib muss geholfen werden. Aber wie wollen wir das machen? Eine gute Tat zieht die andere nach sich, Stanley. Ich verstehe nicht, wie du das meinst. Denk doch mal nach, das ist doch ganz einfach. Wenn wir der Frau nicht helfen, fliegen wir doch auch aus, ist das klar? Wie wollen wir helfen? Es bleibt uns nichts anderes übrig, als 100 Dollar heranzuschaffen. Was, 100 Dollar? Ja. 100 Dollar, das ist aber ein bisschen viel. Da sehe ich schwarz, wo sollen wir die herkriegen? Ich hab's. Was? Die Idee, wo wir das Geld herkriegen. Das sagen wir Ihnen gleich. Oh, nein. Wir schleichen hinaus und sagen kein Wort. Wir wollen Sie überraschen, verstanden? Du musst mir versprechen, dass du keinem Menschen sagst, woher wir das Geld haben. Freunde, kommt alle her und hört einen Moment zu. Hierher, wenn ich bitten darf. Hierher. Hört zu, Freunde. Ich stehe hier im Namen aller, die barmherzigen Herzens sind. Mein Auftrag ist es, so schnell wie möglich 100 Dollar herbeizuschaffen. Diese Summe brauche ich für eine arme alte Frau. Ein skrupelloser Halsabschneider will sie aus ihrer Wohnung. Mein Freund Stanley und ich opfern für diese unglückliche Frau Hab und Gut. Wir verkaufen diesen schnittigen Wagen an den Höchstbietenden. Was ist denn da los? Warum schreien der Herr so rum? Wir versteigern dieses herrliche alte Auto an den Höchstbietenden, nur um zu verhindern, dass eine alte Frau auf die Straße geworfen wird. Der Frau muss geholfen werden. Ich pfeife auf das Geld. Hier sind 100 Dollar. Das ist ein Angebot, meine Damen und Herren. 100 Dollar wurden eben geboten. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Hä? 100 Dollar zum Ersten. 1.25 Uhr. 100 Dollar zum Zweiten. 100 Dollar zum... 1.25 Uhr. Verkauft, meine Damen und Herren, für 125 Dollar. Ich danke Ihnen aber für... Aber der alte Schlitten war doch keine 20 Dollar wert. Was soll denn die ganze Geschichte? Da hat doch eben einer 1,25 gesagt. Ich? Der Herr wollte wissen, wie spät wir es haben. Oh. Was ist denn das? Woher hast du das? Jetzt sehe ich völlig klar. Wieso? Wieso?
Du solltest dich verschämen. Du hast doch das Geld unserer Wohltäterin gestohlen. Man sieht dir direkt das schlechte Gewissen an. Aber ich hab doch überhaupt nichts gestohlen. Ach, weißt du, wirst sofort das Geld zurückbringen und ein Geständnis ablegen. Was soll ich ablegen? Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, dass ich all die vielen Jahre einen gemeinen Dieb an meiner treuen Brust genährt habe. Von wem sprichst du denn eigentlich? Stanley, du kannst mich nicht bluffen. Du beißt in dieselbe Hand, die dich gefüttert hat. Du hast mich doch noch gar nicht gefüttert. Sei still, du gleißnerische Schlange. Du Verräter. Du Schaf im Wolfspilz. Du heimtückischer Halunke. Du Lügenbold! Du! Stopp! Sag nicht immer du! Muss Zielwasser trinken. Halt, hier geblieben! Marsch, ins Auto rein! Wir fahren jetzt zurück und du gibst das Geld wieder her! Los, rein mit dir! Aber ein bisschen schnell! Was ist denn, meine Herren? Gnädigste, mein langjähriger Freund Mr. Laurel hat Ihnen ein Geständnis abzulegen. Ich weiß gar nicht, was ich ablegen soll. Ein Geständnis? Ja, er ist der Mann, der sich des Geldes beraubt und diesen Betrüger in die Hände gespielt hat. Ist gar nicht wahr. Es scheint sich wohl um einen Irrtum zu handeln. Nein, meine Gnädigste, es ist leider allzu wahr. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre Ihr Geld jetzt weg. Es ist mir überhaupt nichts gestohlen worden. Wir haben vorhin nur ein Stück probiert für unsere Theateraufführung. Dann war das Ganze wohl ein Fauxpas. Au! Meine Herren! Wo bleibt denn Ihre Kinderstube? Oh, was fällt dir ein, meine empfindlichste Stelle? Was ich hab dir doch gesagt, das war ein Fauxpas. Komm sofort heraus! Nein, ich mag nicht! Olli, komm sofort heraus! Ja, aber erst, wenn du das Beil wegtust! Komm raus, sag ich dir, du Hasenfuß! Ich will aber nicht! Nein! Lieber Stan, sei doch vernünftig, Stan! Du bist schon selbst geblüht! Hilfe! Das Ganze war doch nur ein Fauxpas.